Hallo, meine sehr verehrten Damen und Herren, hier zurück zu Let's Play Eternal Sonata. Ja, in der letzten Folge sind wir angekommen. Aufgeteilt worden dank Tubas Aktion von unseren Gefährten. Und deshalb sind wir zurzeit mit der Gruppe von Allegretto, Viola, Matsuka, Jazz und Clavace unterwegs. Die anderen machen wir später. Jetzt sind wir erstmal in den Sümpfen und versuchen zu einem Gasthaus zu kommen. Während wir uns durch Horn von Gegnern durchkämpfen, die wir hier sehen. Nö. Nein. Nein, ich hab doch gedrückt. Autsch. Man hat gesehen, die tun richtig weh. Deswegen habe ich auch ganz gerne Viola dabei. Ganz allein aus dem Grund wegen Heal Arrow. Ja, heil dich hoch, du Pisser. Ganz einfach aus dem Grund. Dann ist mich Heilerfall stärker. Phantom Wave! Boy, oh boy. Yeah. Truhe. Meine. Schwalbenschießer. Hey. Riedbogen. Erhöht Bewegungstempo in Gefecht. Also das ist wie Temposchuhe. Also jetzt haben wir zwei Flitzeboys, ja. Vor allem wenn das eine nicht mal ein Flitzeboy ist, sondern Flitzegirl. War ich eigentlich hier? A Derp, ja, ich war hier. Hallo Ostseite. Ist ja ein Sumpf. Nein. Dreh dich doch um. Dreh dich um. Na dann. Hey! Alright, let's go. Ich mag so einen Barsch nicht. Der hat mich schon immer hier abgefangen. Weil die können so viel fressen und machen auch noch so übel Schaden. Natürlich im normalen Modus jetzt nicht, aber. Ne? Warum einfach, wenn es doch komplett hingeht? Ja, ich bin geschickt geworden mit dem Bogenumgang. So muss das laufen. So muss das laufen und nicht anders. Nein. I'm not going to let you get in our way. Take that. Super, im Schatten steht. Du bist tot. Jetzt eher mit Hawkeye gerechnet, aber okay. Und tot. Will Strike? Irgendwie sowas? Warum kam da nichts?
Das Spiel will mich einfach ärgern. So muss das sein. Wäre vielleicht noch ein zusätzlicher Echo gewesen. Hey, noch mehr Barsche. Und Pfeile im Arsch. Juhu. Nee. Aber ist schon lustig. Mazuka ist 18 oder Stufe 19 jetzt. Und die war schon schneller als Allegretto. Und der ist Stufe 26. Also. Nee. Na, no, ich wollte eigentlich einen Schlag nach vorne machen. Egal. Fatui! Will Strike! Boom! Crumble! Hawkeye! Hawkeye! 72.222 Schaden. Schön. Das ist genau wie gerade die Runde. Nein, warum überlebt er? There is no right to survive this. Und ein Lava Bullshit. Na gut. Kein Thema. Gut, Mazuka will schon wieder nicht. Ja, wahrscheinlich auch wegen der zwei Techniken. Weil sie nur eine Technik jeweils hat. Ich glaube, das hat damit zu tun. Hey. Mann. Sauber. Schön, dass es kritisch geschafft war. Die Sonnenbarsche ist schlimmer als ihre dunklen Pandas. Nein, lass mal Zucker in Ruhe. Ja gut. Hey! Du hättest erlaubt, noch einmal zu schlagen. Sagen sie trotzdem hinüber. Und super. So muss es weitergehen. Gegner hinter Baum. Oh nein. Sie sehen mich. Hast du gewonnen. Echt unbedingt. Wer hat die? Die muss echt auf Level. Ach. Nix da. Als ob du jetzt dran wärst, das wäre noch schöner. Sternplätzchen. Hui. Hallo? Hier ist gar nichts. Wo kann ich denn da hochgehen? Das ist ja übelst doof. Kann ich nicht dahinter? Na gut, dann hier lang. Und hier Gegner. Take that.
Und. Hey, kennen wir uns noch gar nicht. Fuck you. Ich hab ja nicht sowas getan wie Block oder so. Aber wir heilen das schon hoch, das ist ja alles. No problem at all. Shadowsaw. Yep. Not bad at all. Wenigstens haben sie mir den Hintern zugewandt. Das heißt, Überraschungsangriff. For me. Gut, das habe ich jetzt nicht unbedingt gebraucht, weil er hat sich diese Runde eh voll geheilt. Ah, ne. Ich wollte wieder mit A hauen. Ich hoffe, er hat gerade mal wieder dran. Aber Adam ist ja deutlich schneller als Ala Grady. So, da hätten wir mal dran sein müssen. Was für. Nix und. Na? Na? Gegner. Und ja. Was macht der denn hier? Will er sich vielleicht abhärten oder so? Wenn er so liegen bleibt, wird er austrocknen. Ja, keine Ahnung, was der macht. Ich hab keine Ahnung, was ich mit dem machen soll. Vielleicht weiß ich es einfach. Vielleicht kann mich da jemand aufklären, was es mit diesem Fisch hier auf sich hat. Weil er ist bestimmt nicht ohne Grund so. Da müssen sich Entwickler sich doch irgendwas dabei gedacht haben. Ob man da später nochmal hingehen soll, wegen genau diesem einen Fisch, weil er sich dann sonst in eine super Rüstung verwandelt, die dann einfach alles abhält. Plus 100 Regeneration der Lebensanzeige. Plus dreifache Geschwindigkeit im Kampf, was auch immer. Na komm, stirb durch die Vorschläge. Ach, du bist so ein Wichser. Lern Nightfist, jetzt. Danke. Super. Woo. Nightfist. Hier, greif das Ziel und alle Gegner dahinter an. Eine horizontale Schockwelle. Nahkampfangriff mit mehreren Treffern. Ach ne, ich muss ja da. Wenigstens kann man jetzt im Dunkeln mit ihr arbeiten. Obwohl das nur 5 Treffer sind und Schneeklaue macht 9 Treffer, also. Hoffentlich wird gleich was aus. Gleich aus. Dankeschön, kritisch, super.